Grüß Gott und herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch mit Marc. Ich sitze hier bei Feuerschein am Ofen, es schneit draußen und Marc, das ist wieder typisch, du hast dich in die Karibik vertschüsst. Ich bin schon weg auf meiner Insel, ich bin gar nicht mehr da. Ja, schön wär's, aber der Hintergrund gefällt mir besser als im Moment mein Lager hier, wo ich sonst immer meine Videos mache. Gut, aber... Super. Ganz toll. Du, wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen mit Amerika weitermachen. Wir springen ja nur fast 100 Jahre später. Nein, Scherz, wir springen nicht so weit. Du hast gesagt, du wolltest einsteigen mit, also wir haben ja letztes Mal den amerikanischen Unabhängigkeitstag Krieg gemacht und haben das abgeschlossen mit der Niederlage sozusagen der Engländer, auch wenn es vielleicht eine Haha-Fake-Niederlage war, keine Ahnung, oder das ist offen, ne, was, wie es wirklich weitergegangen ist. Aber zumindest offiziell haben sie 1783 dann den Amerikanern die Unabhängigkeit gegönnt. Aber die Kriege und die Scharmützel und die Eroberungen gingen weiter. Lieber Marc, ich gebe mal an dich weiter, damit du uns über diese Kriege hier berichtest. Die kamen bevor nämlich der große Bürgerkrieg dann war. Ja, das, also man hatte sich ja erst einmal in den Oststaaten, also das, die 13 Staaten, die hatten wir ja das letzte Mal behandelt. Da war man dann also fertig. Und dann ging es natürlich der Drang nach Westen, weil Amerika ist ja groß, das wissen wir. Und man wusste zwar, dass da irgendwo der Pazifik kommt, das wusste man natürlich schon länger, aber da saßen einmal noch die Spanier in Form ihrer ehemaligen Kolonie Mexiko, die ja dann letztendlich auch eine große Bedeutung dann haben und auch immer noch heute haben. Deswegen sprechen die ja auch Spanisch. Und man ist also Richtung Westen gezogen. Man hat natürlich dieses extrem große Land in der Mitte gehabt. Man hat Kanada gab es ja in dem Sinn noch nicht ganz so, wie wir es heute kennen, sondern es war eben britisches Territorium, wo wir dann auch diese Weite, diese Wälder haben, was also ein bisschen ungemütlicher ist, so wie man sich das zumindest vorstellt. Und jedenfalls ist man hergegangen und hat sich erweitert. Was wir also als große Punkte, denke ich, haben, ist einmal der US-amerikanisch oder der Krieg USA gegen die Mexikaner, wo man sich hier mit seinen Nachbarn in Anführungszeichen angelegt hat. Das kennt der ein oder andere vielleicht auch noch, die Schlacht von Alamo, also der letzte Stand von Alamo, den Film, den, glaube ich, 63 war das, mit den ganzen Größen, die es damals gegeben hat, Widmark und John Wayne und wie sie alle geheißen haben. Und da ging es letztendlich darum, dass Texas zu den Vereinigten Staaten gekommen ist und letztendlich dann auch Kalifornien, New Mexico und diese ganzen Territorien. Das ist das eine. Am Schluss wurde das Ganze dann auch abgekauft, beziehungsweise kleinere Gebiete wurden dann tatsächlich noch dazugekauft im Vergleich zu den großen, die man sich eben zwischen 46 und 48 durch den Krieg gesichert hat. So. Da war es also noch ein Staat oder beziehungsweise die Vereinigten Staaten. Zwischendrin gab es noch verschiedene Territorien. Das war noch ein bisschen so weiße Landkarte in Anführungszeichen. Dann haben wir auch das Thema gehabt, dass nach 48 ein Goldrausch in Kalifornien ausgelöst worden ist, wodurch sehr viele Leute Richtung Westen gezogen sind, um sich dort natürlich zu bereichern. Was, denke ich, jeder sich vorstellen kann. Und dort haben die sich dann angesiedelt, haben eben ihr Glück gesucht. Und in der Zwischenzeit ging es also in den Südstaaten bzw. in den Nordstaaten. Nordstaaten haben wir eine verstärkte Industrialisierung. Da sagt die Katharine dann gleich noch was dazu. Und in den Südstaaten hatten wir eben die großen Plantagen. Was wir wissen, ist, dass die Südstaaten ein anderes Rechtssystem hatten, also von der Grundlage als die Nordstaaten. Die hatten ja alle ihre eigene Gesetzgebung. Das ist einmal auch wichtig zu wissen. Und wir hatten natürlich dieses Thema mit den Sklaven, wobei die Sklaven niemals ein Faktor waren, der ausschlaggebend war, sondern eher im Gegenteil, wenn man es sich wirklich mal bei Lichte betrachtet. Und das wird natürlich heute immer hergenommen, um das zu begründen. Letztendlich ging es aber darum, der Süden war reicher als der Norden. Also die hatten mehr Kohle und durch die Plantagen, durch die Baumwollprodukte und andere Dinge haben die natürlich
sehr viel Überseehandel treiben können und haben damit auch sehr gutes Geld verdient, vor allem auch mit Europa. Und es waren zu der damaligen Zeit natürlich auch noch die Sklavenhandelsgesellschaften aktiv. Also es war ein sehr lukratives Geschäft. Wer da möchte, kann sich mal so eine Sklavenhandelsgesellschaft angucken. Also man kann da auch mal forschen. Vor allem kann man forschen, wem denn die so gehört haben, beziehungsweise woher denn die Namen kamen. Was auch Sache ist, dass von Europa oder europäischen Bankhäusern sich viele Leute aufgemacht haben in die neue Welt, um dort Niederlassungen zu gründen und auch Einfluss zu bekommen. Möchten wir jetzt auch nicht ganz genau darauf eingehen, weil das sonst wieder irgendwo in eine Richtung geht, wo dann der ein oder andere vielleicht ein Zucken in der Schere im Kopf bekommt. Aber ich denke, die Hinweise sollten genug sein. So, jetzt darfst du mal, Katharine. Ja, also weil du jetzt sagst, der Goldrausch, ne? Die Leute mussten ja dahin transportiert werden. Zuerst war das natürlich in den klassischen Planwegen und so weiter, mit diesen Tracks und so weiter. Und wir haben ja letztes Mal, da habe ich dich ein bisschen abgewürgt, das tut mir leid, das ist eine ganz großes Talent von mir, nein, Scherz, du hattest über die Indianerkriege geredet und ich hatte dann Angst, dass wir nie mehr zu unserer Unabhängigkeit kommen, wenn wir uns da verlieren, weil das ist tatsächlich ein Riesenthema. Also darüber alleine könnte man eine Sendung machen. Ich will nur so viel sagen, das war ja schon schlimm genug, als da die Siedler mit ihren Trecks, mit dem Planwegen da ankamen. Aber natürlich ein wesentlicher Faktor war dann der Ausbau der Eisenbahnlinie. Und das ist eben, natürlich wird uns das immer so verkauft, so nach dem Motto, oh, der Fortschritt, ne, die Industrialisierung hat Amerika zu dem gemacht, dass es dann eine Supernation wurde und so weiter. Das sind ja alles so, wie es uns halt verkauft wird. Tatsache ist, du hast von den europäischen Bankhäusern gesprochen und so weiter. Und das heißt also, man kann sich dann auch mal schlau machen, ne? Wer steckt denn hinter den Eisenbahnfirmen? Es waren ja zwei verschiedene Firmen, die sich gegenseitig in Konkurrenzkampf geliefert haben. Auf jeden Fall hier ist dann wirklich das unglaublich große Geld und auch das europäische Geld, ne? Also die Bankhäuser, die da investiert hatten. Und ich denke, dass diese Eisenbahn nicht nur eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, weil jetzt wirklich unglaublich viele dorthin transportiert werden konnten und dadurch den Indianern wirklich das Land, also wirklich unter dem Hintern weggerissen wurde und die in irgendwelchen Reservaten dann eingepfercht wurden. Du hast es letztes Mal kurz erwähnt, hier geht es um riesige ganze Sippen, die ausgelöscht wurden und so weiter. Ne? Das ist wirklich ein eigenes Kapitel. Aber eben, wie gesagt, die Eisenbahn ist auch für den bevorstehenden Krieg, weil es wird der erste Krieg sein, der mit sogenannten modernen Waffen und eben auch der Stahl und so weiter wird da eine Rolle spielen und der Transport und so weiter. Und dafür sind dann diese Eisenbahnen extrem wichtig gewesen. Die fallen genau in diese Zeit. Wolltest du jetzt dazwischen noch was sagen? Du wirkst, als würdest du gerne noch etwas, oder habe ich das missinterpretiert? Ja. Nein, nein, das ist okay, das ist alles gut, also höchstens noch ein paar Ergänzungen, also man kann sich da durchaus auch mal so Karten angucken, wann welche Territorien dazugekommen sind, also nach dem Unabhängigkeitskrieg ab 1800 kamen ja dann eben Ländereien auch von Frankreich mit dazu, das war also das, was wir heute so als Mittleren Westen kennen, wurde mehr oder weniger dann erworben oder übergeben. Texas, wie gesagt, 1845, diese ganze Thematik, Kalifornien, Nevada, diese großen Gebiete, die wir heute kennen als den Westen, sind letztendlich ab 1848 dazugekommen. Und die Grenze, die heute mit Mexiko besteht, ist also tatsächlich 1853 festgelegt worden durch Verträge und Kaufgeschichten. So, das ist das eine. Das andere haben wir dann die wirtschaftliche Entwicklung, hauptsächlich im Norden. Im Süden, wo eben die Plantagen waren, also sprich, wo die wirtschaftlichen Bedingungen eher auf Ackerbau und Viehzucht, könnte man heute noch etwas salopp sagen, gelaufen sind, aber da hat es funktioniert. Warum hat man die Sklaven gebraucht? Weil das alles Dinge waren, die eben noch mit Arbeitskräften gemacht werden mussten, wobei es nicht heißen soll, dass es denen schlecht ergangen ist. Also das ist auch immer so ein Märchen, wenn wir hören Sklave, dann denken wir immer an die Ketten und Eisen und sonst was und hin und her. Das muss nicht unbedingt so sein. Also nicht, dass es das nicht gegeben hat, ganz wichtige Sache, sondern tatsächlich, dass es hier eben auch das Recht gab, wer sich in Sklavenarbeit
Arbeit begeben hat, hat nach 7 Jahren das Recht bekommen, ein Stück Land zu haben oder zu bekommen und das dann auch selber zu bewirtschaften. Allerdings warst du dann auch in der Eigenverantwortung und das war natürlich auch nicht für jedermann wirklich geeignet. Also sprich, das hat immer zwei Seiten der Medaille. Sollte man sich einfach mal diese wirklich ein paar alte Filme, alte Schinken anschauen. Natürlich sind die alle geschönt, aber es gibt zumindest mal einen Eindruck, wo man sagt, okay, wie war denn das da? Und vielleicht mal die ein oder andere Dokumentation. Immer mit dem Hintergrund, es wird uns nichts von der rechtlichen Situation wirklich beigebracht, aber dass man sich da mal reinversetzen kann. Ich denke, das ist nicht verkehrt, wird auch jeder noch kennen, hat er seine eigenen Bilder. So, jetzt kommen wir dann langsam mal in Richtung 1860, beziehungsweise was davor gelaufen ist. Da haben wir dann noch einen Namen, John Brown, da wolltest du noch was dazu sagen. Ja, genau. Also ich wollte noch sagen, also diese Erschließung des Westens mit der Eisenbahn, ne, das war ja auch ein Wettkampf von zwei, so wird es uns zumindest verkauft, Wettkampf von zwei verschiedenen Eisenbahnlinien. Und das kann man in diesem wunderbar, er ist äußerst brutal, aber er ist gut gemacht, The Hell on Wheels heißt, der ist eine Serie. Also kann ich nur empfehlen, da wird das, ist ein bisschen brutal, aber sehr, sehr gut gemacht. Und da kann man das nachvollziehen, ne, was das bedeutet hat. Gut, aber was wir sind jetzt, dieser Krieg, ne, wenn wir jetzt auf den Bürgerkrieg jetzt langsam zusteuern, der ist ja nicht aus dem Nichts entstanden. Und ich finde einfach sehr interessant, wie die Parallelen dazu sind, was wenn man sich die letzten Jahrzehnte anschaut, weil sie haben eigentlich immer wieder, also der Deep State, ne, der hat immer wieder dieselben Methoden. Und mit dem Bürgerkrieg erinnert mich, ich rede immer davon, dass etwas gekapert wird. Und so wie ich beschrieben habe, dass die Umwelt gekapert wurde durch den Klimascheiß, also durch diese Klimalüge, weil ab dem Moment hat sich keiner mehr um die Umwelt gekümmert. Und so kommt mir das vor, dass das damals war mit dem Sklaventhema. Das wurde gekapert, die Sklaven wurden benutzt, die wurden auch verheizt, ne? Also das war nicht ohne. Und vorher musste ordentlich gezündelt werden. Und da stoßen wir eben auf den Namen von John Brown. Das war einer, der kam eigentlich aus New York. Und der hat hier ordentlich Stimmung gemacht und die Stimmung aufgeheizt. Also er musste sich schon wirklich bemühen, dass er überhaupt mal mobilisieren konnte für das Thema gegen die Sklaverei. Das hat in Kansas begonnen. Da gab es also wirklich Scharmützel und so weiter. Und dann gab es auch False-Flag-Attacken. Die hat er mehr oder weniger mit ein paar Leuten. Also in Boston hat er sich mit 6 Weißen, bezeichnenderweise, ne, 6 Weißen getroffen. Die haben da irgendwie dieses Programm sich ausgedacht. Er hat Gelder im Osten, also in Neuengland, aufgetan für sein Projekt, ne? Für diese Conspiracy Theory, ne? Für diese Verschwörung, keine Theorie. Und dann hat er auch Soldaten angeworben, ne? Und ist mit denen dann zuerst war es Kansas und dann war es Virginia. Und er wollte eigentlich einen Sklavenaufstand anzetteln, hat sich da mit einem Schwarzen namens Douglas zusammengetan. Da ist übrigens auch dieser Ralph Waldo Emerson mit, der hat das auch mitfinanziert. Das finde ich interessant, weil, und Thoreau, weil die gelten ja als so die tollsten Dichter überhaupt. Und wenn du dich erinnern kannst, die waren ja auch auf diesem Blatt vom Economist, auf diesem Titelblatt, waren die auch mit drauf. Also der Ralph Waldo Emerson, glaube ich, war da drauf. Ne? Also das ist interessant, weil das sind ja solche Helden. Ne? Gut, also das heißt, er wollte dann die Sklaven befreien, so hat er das genannt. Ne? Und in Virginia hat das wirklich zu einem regelrechten Feldzug geführt. Er hat da 950 Kämpfer, ich würde mal sagen Söldner, angeheuert. Ne? Es war aber schwer für ihn überhaupt, wen zu rekrutieren. Hat dann Waffenarsenale angegriffen und so weiter. Woraufhin natürlich die Bewohner sich zur Wehr gesetzt haben. Und das finde ich interessant, weil man kann quasi sagen, er hat auf diese Art das überhaupt erst, er hat gezündelt und hat den Widerstand dadurch erst erweckt, also den Widerstand der Bürger. Und das ist im Vorfeld des ganzen Bürgerkriegs, also wir sind jetzt in der Zeit von 1856 bis 1859, bis dann dieser Brown hingerichtet wurde.
Ja, ich übergebe jetzt mal an dich. Ich wollte damit nur aufzeigen, dass hier eine Instrumentalisierung stattgefunden hat. Denn die Frage ist doch, wieso lauter friedliche Bürger, die hier einfach nur ihre Ruhe haben wollten und ihre Ernte einbringen wollten. Es wird uns ja so irgendwie vermittelt, als wäre da alles auf, als wären die einander an die Gurgel gegangen aus dem Nichts. Das musste vorher emotional schon ordentlich vorbereitet und aufgeheizt werden, damit das überhaupt Erfolg hat. Und ich habe hier nur den Brown beschrieben. Ich bin sicher, es gab ähnliche Aktionen im ganzen Land, denn das musst du ja großflächig, musst du das vorbereiten, ne? Dass du die Bürger auch wirklich gegeneinander aufwiegelst. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, ich glaube, in dem Fackeln im Sturm waren diese Dinge auch zumindest in der Anfangszeit, also die ersten Jahre oder ich glaube in der Neuverfilmung, waren diese Themen sehr gut dargestellt. Und erstens sieht man die Gesellschaft, die ja im Süden doch eher etwas landadelig, also wo man letztendlich ja auch diese Bachbauten irgendwo kennt, die ja schon einen gewissen Kolonialstil haben. Das ist das eine. Ich denke, so kann man das durchaus beschreiben. Letztendlich reden wir ja auch von ehemaligen englischen beziehungsweise französischem Adel, die ja letztendlich in diesen Staaten sich niedergelassen haben. Also das sind ja jetzt keine Emporkömmlinge, die, keine Ahnung, 1780 da mal irgendwo oder 1770 über den Teich rüber geschippert sind und sich dann entschlossen haben, Großplantagenbesitzer zu werden, sondern das sind alte englische Adelsfamilien. Und diese sind wir wieder bei den Blutlinien. Das heißt, die haben sich natürlich auch über die Jahrhunderte tatsächlich gehalten. Das muss man als erstes einmal wissen. Der Norden gab es das natürlich auch. Auch dort gab es Sklaverei. Man hat es bloß dann irgendwann umgeändert und hat gesagt, okay, das sind jetzt keine Sklaven mehr, weil Sklaven Halter heißt auch, du hast dich um deine Leute zu kümmern. Und zwar in einem ordentlichen Maße. Und im Norden ist man halt hergegangen und irgendwann hat gesagt, das machen wir nicht mehr. Also ihr seid alle frei, aber zu fressen kriegt ihr nichts. Also ihr kriegt einen Hungerlohn. Ja? Und wenn es euch nicht passt, kann ich euch rausschmeißen. Der Sklavenhalter hatte da andere Aufgaben und auch Verpflichtungen. Er hatte seine Leute gut zu behandeln, weil sonst wäre das auch nicht gegangen. Es war ja sein Eigentum. Und wenn man sich das mal überlegt, was wir heute haben, oder beziehungsweise, wenn man das gegenüberstellt, heute darf der Sklave auch noch für alles arbeiten und noch Steuern zahlen. Das war damals ein wenig anders. Ist die Frage, ob das alles wirklich so toll ist. Aber das nur mal da hinten angestellt. Man sollte sich wirklich der Thematik mal etwas anders von einer anderen Seite nähern. Ja? So, wir haben die alten englischen Familien, wir haben die alten Seilschaften. Wir haben natürlich auch das Thema, dass wir hier unterschiedliche Kaufkraft haben. Ich habe schon erwähnt, der Süden war reicher als der Norden zu dem Zeitpunkt. Der Norden war dabei, also in den Stadtgebieten an der Küste, also wir reden jetzt nicht irgendwo vom Hinterland, sondern tatsächlich von den großen Städten wie New York, wie Boston, wie was es auch immer gab, Virginia und sonst was, dass dort sich auch eine Industrie gebildet hat. Also das ist bekannt, das weiß man auch. Und dort war natürlich auch ein größeres Eisenbahnnetz, da kommen wir auch mit dazu, weil das einfach notwendig war, um diese Güter, die dort produziert worden sind, irgendwo im Land auch zu verteilen. Der Süden hat das noch nicht so gehabt. Also damit war er rückständiger. Das ist dann auch wichtig, um zu verstehen, wie das letztendlich dann sich militärisch ausgewirkt hat. Aber wir haben auch eine gesamte US-Armee bis zu diesem Zeitpunkt noch und die meisten Offiziere, die sich dann später eben trennen, sind, also die, die wirklich was konnten, waren ja auch auf West Point, so wie es heute ist. Wenn du was wirklich darstellen willst, hast du in West Point gewesen zu sein. Militärakademie mit extrem langer Tradition und dort, wenn du irgendwo emporkommen willst, gehst du dorthin, sonst hast du keine Chance. So, das ist das eine. Das zweite ist, wie das dann genau dazu gekommen ist und welche Verstrickungen waren. Wir können davon ausgehen, es ging um Geld, es ging um Rechte und es ging darum letztendlich auch, dass man den Süden, der etwas wahrscheinlich auch nicht mehr so viel mit bezahlen wollte in die Kasse, dass man den zügeln wollte. Also sprich, die Interessen waren ganz andere. Man hat wieder ein anderes Thema vorne herangestellt und man hat natürlich Leute wie diesen John Brown dazu dann auch benutzt, wo auch immer der sein Geld dafür herbekommen hat. Und man wusste, wenn man eine Lunte anlegen will, dann wird das auch eine gewisse Zeit dauern. Das sehen wir jetzt auch wieder.
Genau, aktuell. Weil wenn man von einer höheren Warte aus betrachtet, dann ist es natürlich immer wieder dasselbe Spiel. Damit du zwei gegeneinander ausspielen kannst, musst du sie zuerst trennen, ne? Trenne und herrsche und spiele sie gegeneinander aus. Und so kommst du zu diesem Ziel, das ja eigentlich heute erst so richtig klar ersichtlich ist, nämlich eine globale New World Order. So war ja der Plan. Und ich bin sicher, das war damals schon, da gibt es ja auch Schriften darüber, dass das damals schon geplant war. Also, dass das ein langwieriger Plan war, ne? Wo dieser Bürgerkrieg ein Teil davon war. Du möchtest zentralisieren, weil nur wenn du zentralisieren kannst, und letztendlich waren das auch die Banker, die das Ganze dann wieder vorangetrieben haben, vielfältige Namen fallen uns da ein, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass sie über ihre Mittel hier eben Stress provoziert haben, weil erstens Krieg benötigt Kredite, nur das können Banken ausgeben, Kredite, weil Geld haben sie keines. Und das Zweite ist eben, dass sie Abhängigkeiten dadurch schaffen. Das heißt, du hättest zwei vielleicht sich, also in dem Fall war es ja tatsächlich letztendlich Leute unter derselben Flagge, hättest du irgendwann gegeneinander auf und bringst sie dazu, dass irgendwann zu den Waffen gegriffen wird. Und natürlich sind wir in Zeiten des Wilden Westens, wo A natürlich der Waffenbild oder das Waffentragen ganz normal war. Wir reden hier von einem rauen, noch nicht wirklich gezähmten Land, wo es auch Verbrecherbanden und sonst was gab, wo das also durchaus normal war. Und man hat hier eben dann Stress gesät und diese explosive Stimmung hergestellt. Und irgendwann haben sich dann eben die Südstaaten zur Konföderation zusammengeschlossen. Und am 15. April, am 12. April 1861 ging es dann tatsächlich damit los, dass, also Lincoln wurde vorher noch gewählt, das war also die letzte Wahl des, oder andersrum, Lincoln wurde als Präsidentschaftskandidat aufgestellt, wurde gewählt. Das hat den Südstaaten nicht gepasst, nicht, dass wir eine ähnliche Situation heute auch nochmal vorfinden würden. Und letztendlich ging es dann so, dass sich die Südstaaten als konföderierte Staaten zusammengeschlossen haben und haben ihren eigenen Gegenpräsidenten dann irgendwann aufgestellt und man hat letztendlich dann einen Krieg begonnen. Das wurde natürlich durch Druck so weit hergestellt, dass irgendwann die Gegenseite, und das waren in dem Fall die Südstaaten, nicht mehr anders konnten oder sich nicht mehr zu helfen wussten, indem sie eben das Fort Sumters beschossen haben und damit ging es los. Jetzt muss man zu diesem ganzen Krieg, ja, Katharine, ich wollte nur fragen, wie du Lincoln siehst, weil das ist ja, der wird ja auch immer so verherrlicht. Ne? Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Du bist im Fluss drinnen, aber nur, dass wir zu diesem Lincoln, ne, wenn wir was sagen können zu ihm, dann ja. Aber du warst gerade im Fluss, sorry. Ist kein Problem. Ich finde schon wieder hin. Ja, Lincoln ist natürlich so eine Geschichte. Er wächst auf in einer Blockhütte. Ne? Kindheit. Keiner weiß so richtig was über ihn. Und irgendwo war er letztendlich auch Soldat. Das ist das eine. Und man hat ihn dann eben durch verschiedene Kräfte, hat man ihn auf diesen Posten gehoben. Auch damals darf man nicht vergessen. Und das ist dasselbe wie heute. Ohne Verbindungen kommst du nirgendwo hin. Das ist einmal Punkt eins. Und Punkt zwei ist, du bist Werkzeug als Präsident. Mehr nicht. Und Lincoln hat ja dann auch sehr schnell, nachdem dann der Bürgerkrieg, ich springe jetzt bloß im Datum, zu Ende gegangen ist und per Unterschrift bzw. Kapitulation am 9. April 1865 zu Ende ging, war man seine überdrüssig und am 15. April wurde er durch den Buß erschossen in dem Theater. War ja auch so eine Geschichte, wo wir auch wieder Freimaurer und Ähnliches sehen, also da, was nachweislich so ist. Und übrigens, der Buß ist bei der Hinrichtung von John Brown, da hat der an der Gegenseite gezündelt. Also die Spieler sind schon davor platziert gewesen. Ne? Es ist wie mit Kennedy und mit dem Oswald, ne? Mit dem Lee Harvey Oswald. Also ja. Der Buß ist auch genau wie John Brown eine instrumentalisierte Figur, aber das ist ja eh klar, ne? Also das Wichtigste ist einfach, er wurde aus dem Spiel genommen und es konnte keiner verhindern, also beziehungsweise er wurde eben platziert.
Lincoln hat auch Dinge getan in dieser Zeit des Krieges. Er hat nämlich sein eigenes Geld herausgegeben gegen den sogenannten US Greenback. Deswegen, es war eine eine Form des Dollars zu der damaligen Zeit. Das hat den Bankern wieder nicht gefallen. Deswegen könnte man vermuten, dass das mit der Grund war. Es war sicherlich nicht der Grund, dass ein Einzeltäter, der so fürchterlich über den Kriegsverlauf enttäuscht war und jetzt sich an den bösen Präsidenten rächen musste. Nein, es war ein Auftragsmord und die Hintermänner waren sicherlich Banker und die eben hier verhindern wollten, dass mit wieder herausgegebenen Staatsgeld Dinge gemacht worden sind. Also sprich, es war ein Staatsmann, der den Krieg mitgetragen hat, der ihn auch durch fähige Leute hat führen lassen, wo auch sehr viel Schmutz passiert ist, also Kriegsverbrechen ohne Ende, und zwar auch von beiden Seiten. Und die Nordstaaten haben sich da nicht davor getan mit Menschlichkeit oder irgendwelchen anderen Dingen, sondern hier wurden ja tatsächlich dann auch Plünderungen durchgeführt, Brandschatzungen in den Südstaaten. Also es war ein richtig schmutziger Krieg. Dazu kann ich empfehlen, diesen Film Free State of John. Das ist ein sehr außergewöhnlicher Film, der mich sehr irritiert hat, als ich ihn gesehen habe, weil das war noch, als ich überhaupt nichts kapiert hatte, mit dem Matthew McConaughey. Und der spielt einen Südstaaten-Mann, der auch Sklaven hatte und wo nach dem Krieg dann die Plünderungen durch die Nordstaaten im Süden stattgefunden haben und wie sich da die Schwarzen, also dieser John von Free State of John, tut sich mit den Schwarzen zusammen und geht in das Morast, in diese Hinterwelt, Mangrove halt, wo die Nordstaaten nicht hinkommen, und macht dort mehr oder weniger einen Guerillakrieg. Und danach findet die erste Wahl statt. Und das hat mich damals so irritiert, weil da wusste ich noch gar nichts. Da war ich noch fest eingeschlafen. Das hat mich total irritiert, weil der Ku Klux Klan kam von den Demokraten. Ne? Das wissen wir ja, das sind die Demokraten, die den gegründet haben. Und diese erste Wahl wurde von der Gegenseite, nämlich von den Demokraten, gewaltsam verhindert, weil die dann zum ersten Mal republikanisch gewählt haben, der Schwarze und dieser John von Free State of John. Also das ist ein außergewöhnlicher Film, kann ich nur empfehlen, wo man merkt, dass die Geschichte vollkommen falsch vermittelt wird, weil jeder denkt, Ku Klux Klan, ach, das sind die Republikaner, also völlig verdrehte Welt. Und ja, das ist alles in derselben Zeit, wo diese Plünderungen, die haben damals die ganzen Südstaaten, Bauernhöfe und wie auch immer, alle geplündert und haben, also du hast es ja eh schon gesagt, ne, dass diese Nordstaaten dann sich da aufgeführt haben im Süden, wie die wildesten Plünderer. Ne? Man kann auch mit Fug und Recht sagen, dass wir hier tatsächlich erstens den ersten industriellen Krieg sehen, den es gegeben hat. Deswegen haben wir auch das Thema mit der Eisenbahn angesprochen. Warum war die Eisenbahn so wichtig? Klar, weil man Truppen verschieben konnte, und zwar schneller, als es früher jemals möglich war. Man konnte Truppen verschieben, man konnte Material verschieben, man konnte Schwerpunkte bilden. Und nur zum Verständnis, wir reden hier von natürlich Truppenstärken. Wenn man das bloß einmal liest, ich bin bloß gerade am Gucken, welche Truppenstärken wir haben, also um die 500.000 beziehungsweise knapp 600.000, 700.000 auf Nordstaatenseite, 360.000 auf Südstaatenseite. Und das waren jetzt keine Truppen, dass die irgendwo auf einem Haufen gesessen sind, sondern in den gesamten Südstaaten waren das zum Teil kleinere Einheiten, die sich auch selber geführt haben, die auch nur ihr Territorium beschützt haben. Und die meisten Kämpfe haben sich natürlich in den Gebieten Virginia, also in den alten 13 Staaten abgespielt. Aber wir haben natürlich auch Thematiken in Texas und ähnlichen Bereichen gehabt. Kalifornien war da außen vor, also die haben da so nicht mitgemacht. Da hat es jetzt in dem Sinne keine Schlachten des Bürgerkriegs gegeben, sondern die waren mit sich selber beschäftigt. Beziehungsweise dort wurde auch der Eisenbahnbau vorangetrieben, also von Westen Richtung Osten und oben eben genau in die andere Richtung. Also sprich, diese ganzen Dinge laufen parallel. Und man schaue sich einfach nochmal Fackeln im Sturm an. Da gibt es ja die erste Schlacht, die da so gezeigt wird, war ja 61. Und dann fährt man, also da sieht man noch, wie die Blauen gegen die Grauen aufmarschieren.
Und dann kommen die ganzen Sonntagsfahrer mit ihren Kutschen an und mit den Schirmchen und sonst was und möchte den Schlachtspektakel zuschauen. Es ist da, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, das ist recht gut dargestellt. Und dann irgendwann beginnt es eine Dynamik zu bekommen, nämlich dass die Nordstaaten tatsächlich geschlagen werden und dass dann plötzlich diese Zuschauermengen ins Laufen kommen, weil sie sich bewegen müssen. Also sprich, diese Vorstellung, man schaut hier jetzt irgendwelche Linieninfanterie zusammen, wie die sich halt ein bisschen gegenseitig umschießen und ab und zu fällt einmal einer um. Es konnte sich keiner vorstellen, welche Grausamkeit dieser Krieg annimmt und welche Ausmaße das auch annimmt. Und wir haben hier tatsächlich, wie gesagt, auch das erste Mal dann, dass zum Beispiel zwei Panzerschiffe sich beschießen. Das waren die berühmten Schiffe Virginia und Monitor. Kann man sich auch mal angucken. Also das waren Volleisenschiffe, die sich dann bei Virginia da drüben in der Bucht da drin. Also bei Norfolk ist es, glaube ich, gewesen, wo die sich in dieser Bucht gegenseitig beschossen haben. Und nichts ist passiert, weil keiner konnte den anderen durchschlagen. Und die Nordstaaten haben es beispielsweise auch geschafft, mit der US Navy die Südstaaten von Unterstützungen aus Europa und aus Frankreich beispielsweise zu nennen, die hier Material rübergeschifft haben, weil die natürlich die Baumwolle holen wollten, konnten sie diesen Verkehr unterbinden. Das war auch ein ganz großes Problem für die Südstaaten, weil sie damit nämlich tatsächlich ausgetrocknet wurden, was die Finanzen angeht. Also auch hier sehen wir wieder, es gab eine Blockade, die war dann etwas weiter und die Südstaaten haben eben versucht, und das war eben auch dieses Gefecht dieser zwei Panzerschiffe, diese Blockade zu durchbrechen, was sie nicht geschafft haben. Und dann haben wir natürlich die Wahnsinns, um das ein bisschen abzukürzen, ne? Ich meine, dann kommt natürlich Gettysburg und das ist ja das Inferno schlechthin. Ne? Ich denke mir manchmal, dass für die Amerikaner der Bürgerkrieg vielleicht etwas Ähnliches ist wie der Zweite Weltkrieg für die Deutschen. Ne? Also so ein Trauma, das ganz, ganz tief im Bewusstsein einfach drinnen steckt und ganz viel zu tun hat mit der Identifizierung oder eben Nicht-Identifizierung im Falle der Deutschen. Es ist auch noch nicht vorbei. Also erstens, der Krieg ist faktisch rechtlich noch nicht beendet. Also das heißt, die Staaten befinden sich untereinander immer noch im Krieg, Kriegszustand. Du meinst jetzt heute rechtlich, so wie Deutschland. Heute. Rechtlich befinden die sich immer noch im Kriegszustand. Es wurde niemals ein Friedensvertrag unterzeichnet, weil das Einzige, was passiert ist, tatsächlich war eine Kapitulation. Und der Rest, man ging dann eben weiter. Das hat rechtliche Aspekte, dass gewisse Dinge immer noch in Kraft sind, beziehungsweise gewisse Dinge nicht gemacht werden können. Das wiederum spielt tatsächlich in die heutige Zeit, wo man sagen kann, wenn man Kriege beenden will, müssen die Amerikaner auch erstmal bei sich selber anfangen, um dort gewisse Voraussetzungen zu schaffen. Und das kann nur im Hintergrund passieren, was wir so nicht mitbekommen. Aber faktisch gesehen ist dort niemals ein Friedensvertrag zwischen den Staaten geschlossen worden, sondern die unterlegenen Staaten wurden faktisch einkassiert. Weißt du, das wollte ich vorhin mit diesem Brown auch sagen. Es wird eine giftige Saat gesät. Und diese giftige Saat ist dann da drinnen, das ist tatsächlich der Virus, weil diese giftige Saat, ne, die ist bis heute, ist die nicht ausgerupft. Und das ist, wovon Trump redet, wenn er sagt, den drain the swamp. Ne? Weil ich meine, okay, ich weiß jetzt nicht, wie schnell wir vorangehen wollen. Ich meine, Gettysburg ist ja wirklich ein Blutfiasko. Ne? Und ich meine, wir haben ja dann den Verlust der amerikanischen Nation. Ne? Aber das spielt sich natürlich im Hintergrund ab, als das Ganze dann eine privatisierte Firma wird. Wo möchtest du da einsteigen? Ich will nämlich sagen, dass es eine giftige Saat ist, die sowohl in Europa und speziell in Deutschland gesät wurde, aber die auch in Amerika gesät wurde. Und da haben wir den Bogen zu Trump heute. Ne? Aber das ist jetzt nur von ganz oben betrachtet. Naja, der Bürgerkrieg geht, wie wir es ja schon gesagt haben, von 61 bis 65. Danach war Ende, danach war Lincoln tot, dann kam irgendwann Grant. Und während dieser Zeit tauchten dann auch irgendwann andere Figuren aus,
Ich hoffe jetzt, dass ich den. Mark, bei Grant möchte ich nur sagen, weil der war ja der 18. Präsident, richtig? Und es heißt ja heute, manchmal heißt es ja, dass Donald Trump vielleicht der 19. Präsident sein wird, wenn es darum geht, also dass Grant quasi der letzte Präsident noch der Vereinigten Staaten von Amerika war. Diese Rechnung gibt es. Möchtest du das erklären oder kannst du das erklären? Oder? Ja, 1871 ist tatsächlich Folgendes passiert, dass man eine... Das ist wiederum in Washington passiert. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, das jetzt komplett hier aufzudröseln. Da müsste ich jetzt tatsächlich auch noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten noch mal etwas detaillierter bringen. Das möchte ich jetzt nicht, sondern generell einfach nur mal 1871 wurde die US Corporation, so wie sie bis zumindest 2017 oder das, was wir gesehen haben, also bis in die jetzige Zeit, bis zu Trump eben bestanden hat, eine Handelsgesellschaft, die in Washington beheimatet ist. Washington ist nicht Territorium der Vereinigten Staaten. Das, denke ich, wissen wir jetzt auch alle. Deswegen gibt es ja jetzt auch diese Diskussionen. Man möchte vielleicht Washington jetzt doch mal zum 51. Bundesstaat machen. Sollte man sich mal fragen, was sie vorher waren. Nämlich nur tatsächlich Verwaltungsapparat dieser US Corporation. Und das war die Handelsfirma, unter der man firmiert hat. Sprich, Flaggen und andere Dinge zählen damit dazu und hat auch dann natürlich noch weitere Besitztümer, Land und Ähnliches erworben. Aber das ist das ganz Wichtige. 1870, die Jahre kurz davor, also kurz nach dem Bürgerkrieg und danach, man hat also den Süden eingenommen, hat die mehr oder weniger unter die Knute gezwungen und konnte damit dann diese Zentralgewalt in Washington neu installieren. Wichtigstes Thema war natürlich, dass man die Menschen, die dort gewohnt hat, zu Bürgern der Vereinigten Staaten macht, sprich, dass die für die Banken letztendlich als Garanten dastehen und für die Schulden, die Zinsen und Ähnliches haften. Es gibt noch Verbindlichkeiten gegenüber England, die älter sind, das muss man auch wissen, deswegen ist also die Queen, glaube ich, heute noch, oder zumindest war sie es, für die Sozialversicherung der Vereinigten Staaten mit zuständig. Gibt es auch einen Hinweis im Buch von Tobias. Nur, dass man diese Dinge mal weiß. Also sprich, ob die Vereinigten Staaten wirklich so unabhängig waren oder nicht, das ist die Frage. Und Trump hat da sicherlich einiges in die Wege geleitet und es wurde auch einiges umgestellt, was wir heute aber noch nicht sehen. Und die Wurzeln liegen aber in der sogenannten Unabhängigkeit beziehungsweise im Sezessionskrieg und den folgenden oder darauf folgenden Sachen. Alles, was dann inneramerikanisch passiert ist, ne, mit Eisenbahnbau und hast du nicht gesehen, hier Indianerkriegen und so weiter, das waren letztendlich Sachen, die auf Firmenterritorium Bereinigungsaktionen waren. Anders kann man das gar nicht benennen. Übrigens auch die Jim Crow-Gesetze, gell? Weil das war, da war schon wieder zu Ende 1876 mit der Freiheit der Sklaven. Also nur so nebenbei, ne? Die Indianer hatte man in den Reservaten und die Rassentrennung war dann schon wieder voll im Gange. Also die, die Schwarzen hatten dann schon wieder nichts mehr zu lachen. Also es war eigentlich alles für die Katz so gesehen. Die hatten niemals was zu lachen, sondern der Punkt war einfach der, es waren... Also auch der Weiße hatte nichts zu lachen. Wenn du keine Kohle hast da drüben oder wenn du nicht irgendwo... ich sage jetzt mal, wirklich gute Ideen hast. Dieser American Dream ist ja nichts anderes auch als eine Werbeveranstaltung und natürlich hast du da drüben unendliche Möglichkeiten gehabt, die du hier nicht hast oder zumindest hattest, weil du dort tatsächlich, weil man Pioniere gebraucht hat, die etwas aufbauen, die hier Wissen, Know-how und sonst was mit darüber bringen. Das ist natürlich richtig, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, aber ohne Netz und doppeltes Boden oder doppelten Boden, das muss man auch dazu sagen. Hier haben andere Gesetze gegolten, hier gelten andere Gesetze und wenn du da drüben halt ja, dir ein Bein gebrochen hast, dann war es halt das und du hast keine Kohle mehr angeschafft, das war es dann auch. Das, was da drüben auch Banken gemacht haben mit Leuten, mit Farmern, mit anderen Dingen, das können wir uns hier nicht vorstellen, weil es sowas nicht gegeben hat und weil es hier auch andere Gesetzgebung gegeben hat. Aber 1871 und die folgenden Jahre waren wichtig, weil hier auch rechtliche Dinge geschaffen worden sind, für die auch der Rest oder die für den Rest der Welt unheimlich interessant waren, vor allem auch für das Deutsche Reich oder das gerade gegründete Deutsche Reich.
Es gab hier also auch tatsächlich Gesetzesbücher. In Amerika gibt es den sogenannten Uniform UCC, den Uniform Commercial Code. Das heißt, das ist das allgemeine Handelsrecht da drüben. Und das hat gewisse Ausprägungen. Und das hat eine unheimliche Bedeutung auch für uns noch, ohne dass wir sehen. Also man kann damit sehr viel machen, wenn man weiß, was man da machen kann. Also nur als Beispiel, die Banken auch hier in Europa und in Deutschland laden diese Verzeichnisse, es geht um ein Verzeichnis, zweimal am Tag runter. Wenn dort Eintragungen drin sind oder reinkommen, die irgendjemanden betreffen, kann das für denjenigen unheimliche Probleme bedeuten. Das ist jetzt aber ein ganz ein anderes Thema. Ich möchte es nur ankratzen, wo man sagt, man kann sich mit dem Thema mal beschäftigen. Also es gibt hier auch Möglichkeiten, worüber man sich wehren kann, wenn man weiß, was man tut, wie man es tut und was für Möglichkeiten da bestehen. Das ist das eine. Auch das Deutsche Reich ist in den 1870ern dabei getreten. Deswegen ist die Frage, ob wir tatsächlich eine Verfassung hatten, die für Menschen geschrieben ist, das halte ich mit dem jetzigen Wissen eher für ein Gerücht, sondern es waren damals gemäßigte Zeiten und es waren auch Leute, die bei uns jetzt an den Menschen interessiert waren und das auch irgendwo durch ihr Haus, ich rede jetzt von den Hohenzollern, durchaus garantiert haben. Aber dass heute es bei weitem nicht dass es eben auch hier um Handel und Kommerz ging. Die Welt ist kommerzialisiert worden und das schon seit Jahrhunderten. Das sollten wir akzeptieren und wir sollten auch lernen, es zu verstehen. Dann können wir auch damit umgehen. Genau, da verweise ich auf unser Video, wo wir darüber gesprochen haben, über Delaware, weißt du noch, von wegen, dass auch die BRD in Delaware da im UCC da vertreten ist, beziehungsweise manche sagen ja, es ist jetzt gestrichen. Gut, da kann man sich selber schlau machen, was da der letzte Stand ist. Ne? Darauf wollen wir ja jetzt auch nicht allzu sehr eingehen. Ne? Ich wollte nur... Weil das, was ich dir sagen wollte, das, was du jetzt meintest, das waren die Firmenverzeichnisse Dun & Bradstreet und das sind diese Handelsverzeichnisse oder andersrum, das sind Firmen, die diese Nummern darstellen oder beziehungsweise wo du nachgucken kannst, wo Firmen gelistet sind. Das hat aber mit dem UCC wenig zu tun. Der UCC ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das nur am Rande, also der Uniform Commercial Code ist eher ein kommerzielles Thema und ich empfehle es jedem, sich damit mal auseinanderzusetzen. Da kann man viel entdecken. So, aber jetzt Ich wollte noch den Übergang machen, dass wir dann nach dem Krieg in Amerika die zweite Welle der Industrialisierung hatten. Und da kommen jetzt die ganz, ganz großen Namen und das hat ja so viel mit dem zu tun, was jetzt passiert. Ob das jetzt der Vanderbilt, Rockefeller, J.P. Morgan ist oder Carnegie, Edison, Bell und wie sie alle heißen, das ist alles in dieser Zeit jetzt, ne, also diese Zeit nach 65, wo die ganz, ganz groß geworden sind. Und zum Beispiel auch, manche sagen ja, dass die große Dürre, die dann Amerika heimgesucht hat, dass das alles gar nicht so zufällig war, sondern dass das alles auch ein Teil des großen Plans war, die Amerikaner abhängig zu machen und sie in Krediten zu verstricken und so weiter. Ja, wer weiß das schon. Also von dem her, diejenigen, die den Kalender beherrschen und wissen, wie es Wetter wird, haben natürlich einen unendlichen Vorteil, was Wissen angeht. Das ist schon klar, das war auch in den alten Geschichten schon so. Ohne dass wir behaupten wollen, dass man Wetter beeinflussen kann, sowas geht ja gar nicht. Aber das nur so, so nebenbei. Aber ja, da sind wir ja jetzt dann eigentlich schon bei Roosevelt, gell? Na, da haben wir noch ein bisschen. Also vor Roosevelt kommen wir zumindest, haben wir tatsächlich, wie du schon gesagt hast, diese zweite Industrialisierung oder dieser generelle Aufstieg. Und ab dem Jahr 1900 wird es natürlich wieder interessant, weil wo die Amerikaner sich dann mal im Inneren gefestigt hatten und wo wir auch Alaska mit dem Goldrausch hatten und so weiter und das Land mehr oder weniger erst einmal zusammengefunden hat. Das ist ja mal die eine Sache. Also dass das dann entstanden ist, der Block, so wie wir die Vereinigten Staaten heute von der Landkarte her kennen, sind ja natürlich dann irgendwann nach dem Bürgerkrieg, da kommen wir wieder auf unseren Film mit dem letzten Samurai, wo ja letztendlich dann auch Amerika sich von Westen Richtung Asien, also sprich China, Japan, aufgemacht hat. Das war also in der Zeit nach dem Bürgerkrieg.
Auch die Philippinen wurden ja durch den amerikanisch-spanischen Krieg 1898, wo also auch durch eine False-Flag-Aktion auf Kuba ein spanisches Schiff gesprengt wurde oder angesprengt wurde, versenkt wurde im Hafen. Und daraufhin wurde dann der spanisch-amerikanische Krieg ausgelöst, den Amerika gewonnen hat, weil sie natürlich damals erstens vor der eigenen Haustür gekämpft haben und zweitens einfach überlegen waren den Spaniern. Und damit sind auch die Philippinen an sie gegangen, damals. Liberia, da will ich jetzt nichts Falsches erzählen, das wäre jetzt zu früh, da müsste ich jetzt selber noch nachgucken. Liberia hat ja letztendlich auch mit Amerika Verbindungen, also sprich Schwarzafrika oder generell Afrika, ne? Afrikanische Westküste. Und wir haben auch das Engagement in Mittelamerika, Panama und die ganze Ecke da unten. Auch der Panama-Kanal wurde ja um die Jahrhundertwende gebaut und angefangen. Es war das größte Projekt, was es damals gegeben hat, dass man also einen Durchstich zwischen Pazifik und Atlantik geschaffen hat. Und das war natürlich ein unheimlich großes Wirtschaftsprojekt. Also da sind sehr viele Dinge angestoßen worden. Und wir kommen dann irgendwann an den Punkt, dass natürlich in den Vereinigten Staaten dann mit Beginn des neuen Jahrhunderts auch dieser Zug war, man wollte eine Zentralbank schaffen. Und bis zu diesem Zeitpunkt, und da kommen wir langsam Richtung 1913, im Vorabend des Ersten Weltkrieges, man musste aber gewisse Vorbereitungen wieder treffen von Bankerseite. Sprich, Krieg ist ein gutes Geschäft für die Banken, weil du beide Seiten mit Krediten versorgen kannst und dir kann es wurscht sein, welche Seite gewinnt, weil du gewinnst immer. Genau. Ja, es sei denn, es gewinnt jemand, den du nicht mit Geld versorgst, dann ist es blöd. Genau. Übrigens, ich war bei Theodore Roosevelt. Ja. Gell? Also, weil du meinst den Teddy, ja. Ja, genau, Teddy Roosevelt, weil das ist ja ohnehin etwas, was man schnell verwechselt. Ne? Der Franklin Delaney Roosevelt ist natürlich Zweiter Weltkrieg, aber vorher hatten wir ja Teddy Roosevelt. Der war in der Zeit vor Woodrow Wilson. Ne? Aber egal, ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen. Genau. Also, wir haben hier einen sehr großen Sprung gemacht. Wir können da, also das kann man auch noch wunderbar da in die Details reingehen, aber dass wir da mal drüber springen und ich denke, die meisten, die jetzt hier zugucken, die haben über Amerika in der Schule relativ wenig gehört und ich habe mich dafür auch nie wirklich interessiert. Ich hatte das aber im Geschichtsleistungskurs mit dem New Deal und da haben wir irgendwelche Texte gelesen und ich habe mir immer gefragt, was interessiert mich das? Heute weiß ich, dass ich diese Dinge gerne nochmal hätte. Ich habe sie nicht mehr. Ich habe in der Kunstgeschichte ein Seminar gemacht, wo ich eine Arbeit gemacht habe über die große Dürre und zwar über die Fotografie, denn das ist der Anfang der Fotografie und dadurch ist das auch so dokumentiert und das gehörte auch dazu, dass das ganze Elend so dokumentiert war. Aber das ist eine eigene Geschichte. Also gut, wir sind im Ersten Weltkrieg, oder? Sind wir im Ersten Weltkrieg? Woodrow Wilson? 1913 sowas? Also 1913 ist die Vorbereitung der FED. Also sprich das, was auf uns tatsächlich heute noch Auswirkungen hat. Die FED ist nicht die erste Zentralbank, die die Vereinigten Staaten hatte, sondern es gab schon mal mehrere Zentralbanken vorher. Also auch um 1800 rum wurde die First Bank of America gegründet. Die hatte allerdings nur eine Lizenz für 20 Jahre. Dann kam die zweite, Second Bank of America, die hatte auch wieder nur 20 Jahre Lizenz, war aber schon früher pleite. Also sprich, dieses Thema da drüben war immer wieder präsent und immer wieder wurde es versucht. Und Lincoln wurde sicherlich auch deswegen ermordet, weil er auch eigenes Geld herausgegeben hat. Man muss das verstehen, das war weltweit immer wieder ein Thema, dass Banken Kredite vergeben und irgendwann kommen sie in Schwierigkeiten, weil dieses System einfach nicht funktionieren kann. Es funktioniert erst dann, wenn du eine große Menge, also sprich die gesamte Bevölkerung eines Territoriums dazu gesetzlich verpflichten kannst, dass sie für die Abgaben, Steuern und andere Dinge zu haften haben. Und da kommen wir dann auch in diese kommerziellen Themen rein. Und in Europa haben wir dasselbe Thema, in England haben wir dasselbe Thema, in Deutschland haben wir, also im Deutschen Reich haben wir das ähnliche Thema, nur wurde es anders angegangen und hat natürlich auch andere Auswirkungen gehabt. Aber um wieder diesen Punkt zu bringen, wir haben Amerika als Block, was mit sich beschäftigt war, beziehungsweise dann eben mit erstmal der Pazifik-Erweiterung. Europa hat sie nicht interessiert. Und vor allem hatten wir da drüben auch eine Menge deutschstämmiger
Auswanderer. Also sprich, das war noch eine ganz andere Stimmung. Und wenn wir dann Richtung Ersten Weltkrieg gehen, und das sind noch viele Dinge, die man auch noch berichten kann, und das werden wir, denke ich, sicherlich, sollten wir da wieder eine andere oder nochmal eine eigene Sendung drüber machen. Also das können wir dann wirklich ausnudeln, wo man dann sieht, okay, es wurde eine Bank geschaffen, es wurden also die Möglichkeiten geschaffen, überhaupt Kredite zu verteilen. Wir haben das englische Empire damals noch als die mächtigste Nation auf dem Planeten. Und wir haben andere Spieler. Wir haben Frankreich, wir haben Russland, wir haben Japan. Japan und Russland haben sich 1904 und 5 im Pazifik gestritten. Die russische Flotte wurde durch Japan 1905 komplett vernichtet, weil sie einmal um den halben Erdball rumgefahren ist und dann in der Seeschlacht von Qingdao eins auf die Mütze bekommen hat. Also das sind Dinge, die Auswirkungen sehen wir heute. Und wenn man sich damit beschäftigt, sind alle Probleme, die wir heute weltweit, also im großen geostrategischen Konzert haben, vor 100 Jahren angesiedelt worden. Und das führen wir oder versuchen wir zusammenzuführen. Und dann fällt mir noch eins ein, genau, weil du Dürre sagtest, was die wenigsten Leute wissen, in der Ukraine gab es zwischen 1932 und 1936 der Kornkammer Europas ebenfalls Hungersnöte. Aber nicht, weil es Fehlernten gab, sondern weil ein kommunistischer Staat die Ernten von den Leuten weggenommen worden. Der sogenannte Holodomor. Du meinst jetzt, das, was Stalin verbrochen hat. Bist du jetzt bei Stalin? Ja, das war bloß der Sprung wegen der Dürre. Also bloß ja, weil das ist ein Völkermord. Ja. Das ist ein Völkermord, der da begangen wurde von Stalin an den Ukrainern. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, und natürlich bei den Iren auch mit den Kartoffeln. Ja. Ne? Das ist auch, das haben wir. Und ob das Konzert, ob das orchestriert ist oder Naturkatastrophen, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Wir sind natürlich, wenn wir jetzt in Amerika sind, ne? Ich meine, wir haben einmal darüber gesprochen, das machen wir jetzt wahrscheinlich nicht, dass wir die Rolle der Titanic in Bezug auf die Gründung der Fed, in Bezug auf, was hat der Schwarze Freitag damit zu tun, was hat die Einführung der Lohnsteuer, also das ist sehr wesentlich in der Zeit. Ne? Aber ich glaube, wir gehen jetzt darauf nicht näher ein, oder? Wolltest du dazu was sagen? Ich denke, das machen wir, das sollten wir noch einmal, wenn du das möchtest, können wir das gerne noch einmal in einer weiteren Sendung machen. Ich glaube, dass das sehr interessant wird, wenn man sich diese ganzen Aspekte etwas genauer anschaut, weil wir hoppeln da sonst drüber und dann gehen da viele Dinge verloren. Und ich kann also jedem nur empfehlen, schaut euch die amerikanische Geschichte an. Es ist sehr interessant, geht ein bisschen in die Tiefe und man findet sehr schnell sehr viel. Ohne dass man, also man kann auch durchaus Wikipedia herziehen und dann die Querverbindungen ziehen. Und wir haben es jetzt gerade mitbekommen. Ich glaube, ich weiß gerade selber nicht, was wieder beschlossen worden ist, weil es eh wurscht ist. Aber sollte man also wieder etwas mehr Zeit haben über Ostern und nicht wissen, was man tun will, Amazon liefert momentan ja Bücher fleißig aus, das ist kein Problem, holt euch mal das ein oder andere Geschichtsbuch und fangt an zu lesen. Ich denke, Wissen ist eine Möglichkeit, was man sich aneignen kann, um die Dinge, die jetzt passieren, zu verstehen. Und da auch ein bisschen aus diesem Sog, den wir momentan auch wieder durch die Öffentlichkeit erleben, rauszugehen und sich mit den Dingen und sich ein Verständnis zuzulegen. Weil nur daraus können wir erkennen, aus meiner Sicht, was im Moment gerade abgeht. Und vor allem in den Vereinigten Staaten werden Dinge geklärt. Die klären ihre Sachen erstmal rückwirkend. Und ich denke, das haben wir bei Trump gesehen. Das sehen wir jetzt. Was die da drüben veranstalten, ist sowieso, ne, wissen wir, haben wir ja gesehen, der Mann kann nicht einmal mehr gescheite Treppe hochgehen, aber gut, ist der mächtigste Mann der Welt. Andere hätten sich einen Treppenlifter hinbauen lassen. Das sind jetzt nur so ein paar böse Sprüche. Aber ich sage einfach, beschäftigt euch damit und das ist jetzt so, denke ich, könnten wir als Abschluss nehmen, damit es heute nicht zu lang wird. Gut, dann machen wir heute mal nicht so lang, das ist mir jetzt auch recht, weil ich glaube, also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so, also das ist wahrscheinlich wirklich nochmal eine eigene Sendung, wo wir dann ein bisschen tiefer gehen, weil da wird wirklich, der Deep State ist dann wirklich, wie der ans Ruder kam, ne? Darum geht es ja da eigentlich. Und da ist Europa und Amerika eigentlich fast nicht mehr zu trennen. Dann da werden die beiden Schicksale wirklich miteinander verwoben, ne? Wozu hat man Amerika aufgebaut? Genau, man sieht es, Amerika wurde geeint
um diese Macht überhaupt erst zu bekommen. Das war von vornherein klar, dass man, das hat man ja auch schon erwähnt, dass die Linien weitergewandert sind von England eben auf einen anderen sicheren Kontinent und man wusste, welches Potenzial dort vorhanden ist. In England war das Potenzial, zumindest aus meiner Sicht, wenn man sich das so anschaut, für das, was man vorhatte, irgendwann mit Ende des 19. Jahrhunderts, also sprich 1890 und weiter davor, wusste man, dass irgendwann England, ja, dass es da endlich ist. Also sprich, da hat die Insel ausgedient, aus meiner Sicht. Deswegen ist man ja weitergezogen, hat diese Banken eben aufgemacht und vor allem konnte dort dieses extreme Potenzial, Industriepotenzial und diese Unangreifbarkeit der Vereinigten Staaten zu der damaligen Zeit sehen, die sie auch heute noch haben. Also es fährt keine Landungsstreitmacht irgendwo mal in New York vor und lässt die Rampen runter. Das ist absoluter Blödsinn. Du kannst Amerika aus meiner Sicht auch militärisch nicht einnehmen. Amerika ist nur von innen heraus zu zerstören. Und das sehen wir gerade. Also auch das, glaube ich, ist wichtig, das zu verstehen in diesem großen geopolitischen Spiel. Und dann ist man da ein Stück weiter. Genau, nicht, dass wir glauben, dass das noch passiert, weil jetzt sich das Ganze schon, aber es dreht sich, das Blatt hat sich gewendet, aber es ist noch nicht offensichtlich, zumindest noch nicht für jedermann. Das Prinzip der Termiten, ne, die so ein Land überfallen und es erstmal komplett das fruchtbare Land alles abgrasen und alles abzwacken, was es abzuzwacken gibt und dann halt verbrannte Erde zurückzulassen und dann auf zu den nächsten. Das ist, denke ich, ein Bild, was schon ziemlich adäquat ist. Ne? Und wer irgendwie glaubt, also ich habe eine Doku angefangen zu schauen über den Bürgerkrieg und da redete der eine von einer Katastrophe und es hörte sich so an wie, ah ja, die Katastrophe kommt über uns wie so eine Naturkatastrophe. Und da habe ich gemerkt, ich kann das nicht mehr weiterschauen, weil es ist alles eine einzige, es ist alles orchestriert, es ist alles instrumentalisiert, es ist alles geplant, da ist nichts zufällig und die Menschen werden einfach gegeneinander ausgespielt. Und es ist eine geostrategische, eine Strategie war das. Ich sage war das, weil ich mittlerweile überzeugt bin, dass dieselbe Strategie, aber mit anderen Zielen und mit anderen Vorzeichen jetzt von der Gegenseite gemacht wird. Und auch da braucht es lange. Wer sich wundert, warum hier noch immer nichts passiert, was übrigens Quatsch ist, weil es passiert extrem viel, aber warum das so lange braucht, naja, dann sieht man, wir reden hier von einem Zeitraum von mehreren hundert, wenn nicht sogar 1000 Jahren. Ne? Ja. Ja, und gewisse Veränderungen, und wie man das Beispiel 89 kennen. Also da gibt es ja den Spruch da von dem, ich kann es nicht so schön machen hier, ne, der mal gesagt hat, die Mauer bleibt ewig. Das war dann irgendwann so im Oktober 89, ein paar Tage später war sie offen. Also sprich, diese Sprüche, die uns da so um die Ohren gehauen werden, von wegen, wir kriegen unser Leben nicht mehr zurück, das bezweifle ich auch mal, weil wer glauben denn diese Leute, dass sie sind, uns Menschen vorschreiben zu können, was wir zu tun, zu denken und zu lassen haben. Damit beende ich jetzt meinen Vortrag. Damit schließen wir, Marc, weil das ist ein wunderbares Schlusswort. Also danke. Dann sage ich mal Tschüss, wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss.